In diesem Video nehme ich Clash Games, der ist übrigens gerade im Nebenraum, richtig hops. Ey, Mann. Oh mein Gott, hä? Was geht ab, Leute? Warte mal, ich darf nicht... Okay, ich glaube, das sollte er nicht hören. Ich hoffe, der hört das nicht. Oh Mann. Leute, das Ding ist, Kevin sitzt gerade im Nebenraum und streamt. Ja, Leute, ich sollte jetzt nicht so laut reden, weil ich weiß nicht, was der hört hier. Aber ihr seht es gerade, hier sitzt er gerade. Das ist hier tatsächlich mein Gästezimmer. Kevin ist gerade in Köln, weil der hat hier irgendwie businesstechnisch zu tun. Und genau, der hat mich gerade angerufen und meinte so, yo, hier, er wollte eigentlich im Hyatt Hotel streamen, aber da geht das Internet nicht. Also der hat da gerade vorhin nochmal angerufen und hat gefragt, ob das Internet eh geht. Der hat auch davor schon angerufen, weil der wollte unbedingt streamen heute. Und dann haben die ihm einfach gesagt, nee, sorry, Internet geht heute nicht bei uns. Und er natürlich richtig enttäuscht, hat mich direkt angerufen, weil er weiß ja, dass ich in Köln wohne. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, easy, komm vorbei, ich habe eh gutes Internet, ich habe Gästezimmer, was frei ist oder da ist niemand, da nervt dich niemand, da kannst du deine Ruhe haben, kannst du streamen. Und da sitzt er. Falls euch das bekannt vorkommt, ja, ich will jetzt noch nicht mit der Kamera rübergehen und euch zeigen, aber am besten vergleiche ich mir das mal ganz kurz mit meiner Roomtour. Merkt euch einfach mal hier diesen Kasten und hier rechts diesen kleinen Zwerg hier. Hier, Leute, das ist es, da sitzt er gerade, genau hier, also genau hier bei diesem Ding sitzt er gerade. Warte mal, drehe ich da die Kamera um? Nee, hallo, bitte? Also hier ist er auf jeden Fall gerade, warte mal. Genau, hier sieht man es jetzt gleich nochmal, wenn ich hier vorbeigehe. Zack, das ist hier das Regal und hier rechts hinter der Tür, da steht der Zwerg. Die Tür ist halt gerade zu, also er sitzt genau hier. Das ist also faktisch gesehen circa 5 Meter von mir entfernt hier. Ich bin im Prinzip einen Raum weiter und deswegen hoffe ich auch, dass er mich nicht hört. Ich höre ihn aber zum Beispiel auch nicht gerade, wo ich die Kopfhörer auf habe, außer ich mache jetzt den Stream an. Roblox für eine auserwählte Mitgliedschaft. Kurs geht raus, Bro. Ja, Roblox ist mir auch total egal. Wir werden ihn auf jeden Fall pranken, Leute. Ich habe eine richtig, richtig coole Idee. Ja, ich habe so eine Konfettikanone noch. Eine einzige. Und ich habe die nie verwendet, weil ich mir dachte, ich will die für einen besonderen Moment aufheben. Die ist allerdings bei ihm im Zimmer, im Gästezimmer. Die ist hier beim Regal rechts, hier rechts von ihm in dem Regal, unten in so einer Kiste. Ich kann da natürlich auf Undercover einfach, also ich kann da reingehen und sagen, ich muss kurz was holen. Das wird er wahrscheinlich nicht merken. Dann kann ich die holen und kann ihn dann gleich so mal überraschen. Und dann, pass auf, ich mache nämlich Folgendes. Wir werden ihm dann gleich was spenden und sagen, okay, wenn du es schaffst, diese Runde zu gewinnen, gibt es eine Überraschung. Und die Überraschung wird dann einfach diese Konfettikanone sein. Und ich hoffe, er wird sich so erschrecken. Das wird richtig, richtig witzig. Ja, deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Ich bereite das mal vor. Ich nehme jetzt das Handy mal mit rüber. Ich lasse es stehen, der darf es ja nicht merken. Und dann hole ich mal diese Sache, also diese Konfettikanone. Okay. By the way, Leute, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Ich habe einen neuen Stuhl. Ja, da muss ich einfach mal ganz, ganz fettes Dankeschön an MSI raushauen. Die haben mir diesen wunderbaren neuen Stuhl zur Verfügung gestellt. Ich war einfach nicht so ganz happy mit dem alten. Vor allem aufgrund der Farben, weil der halt einfach nicht so geil ins Setup reinpasst. Aber der hier ist einfach komplett schwarz und passt wirklich, wirklich wunderbar hier rein. Ja, und sitzt sich auch bequem. Also vielen Dank, MSI, für den Stuhl. Und wenn ihr da selber mal euch was gönnen wollt, zum Beispiel den Stuhl, dann schaut gerne mal vorbei auf dem Link unten in der Videobeschreibung. Und MSI macht nicht nur Stühle, sondern vor allem auch ganz, ganz viele Hardware-Gaming-Sachen. Also checkt das gerne mal ab. Let's go. Ich stehe auf. So. Okay, wir legen das Handy jetzt hier hin. Hallo. Ich hab's. Ja, der ist voll. Also Leute, ich hab's geschafft. Ich hab schon mal den Konfetti-Popper. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und damit, ey, der wird sich so erschrecken. Das Ding ist so laut. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock, das sauber zu machen, aber geht wohl nicht anders. Nein, der ist ein bisschen kaputt. Ich hoffe, der funktioniert noch. Okay, ich muss hier, glaube ich, muss den fixen. Der ist ein bisschen hier gedamaged. Ich klippe den mal zu, Sekunde. Okay, Leute, da ist halt echt da oben so ein Riss drin. Und ich meine, wenn ich das jetzt zünden würde, dann wird das gar nicht explodieren, weil dieser Riss halt im Prinzip da schon Luft rauslässt. Und dann geht das halt nicht mehr. Also ich habe es jetzt mal zugeklebt. Das müsste funktionieren. So, boah, er hat es nicht gecheckt. Also ich habe es ganz, ganz friedlich geholt. Er hat nicht einmal geguckt. Wir können ja mal kurz zurückspulen, wo ich reingegangen bin. So, hier komme ich rein. Hallo. Okay. Und da gehe ich gerade hin. Wie, du gehst einen der falschen nicht gecheckt, Weg. Der hat sich auch nicht umgedreht. Ich klebe dir am Po. Oh mein Gott. Video geht da lang. Guck, da habe ich so hinterm Stuhl versteckt und bin einfach wieder rausgegangen. Er hat es nicht gerafft. Hallo. Hallo. Helio, komm. Und da war ich wieder weg. Perfekt. Er hat es gar nicht gerafft. Nicht mal einen Verdacht geschafft. Auch die Zuschauer nicht. Das ist wichtig. So, ich schreibe jetzt Gewinne. Die nächste Runde für eine Überraschung. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Gewinne die nächste Runde für eine Überraschung. Borki, ich muss einen Daryl-Run machen. Ja, musst du gewinnen. Ob das was wird? Okay.
Wir probieren es, Porky. Los. So, okay. Kevin muss das jetzt gewinnen für die Überraschung. Krieg so einen Schokoriegel oder so. Nee, viel besser als ein Schokoriegel. Konfettikanone. Bin mal gespannt, ob er das gewinnt. Ich gehe aber mal nicht davon aus, weil das ist schon hart hier im Daryl Run. So, Kevin ist auch nicht so der Profi. Aber ich habe noch eine andere Idee. Da draußen stehen noch seine Sachen. Sollen wir da mal was irgendwie so reintun? Das wird er gar nicht merken. Das wird er erst wieder im Hotel merken. Sekunde mal. Hab eine gute Idee. So, okay. Währenddessen verliert er. Perfekt. Okay, Leute. Wir schauen mal. Wir nehmen uns hier irgendwas. Was denn nicht? Der hat ja gerade angesprochen, er wird einen Boxerriegel bekommen. Soll ich mal einen Boxerriegel da einfach reinlegen? Boah. Boxerriegel und Warheads Cubes. Das will der bestimmt haben. Let's go. Einfach mal in seinen Rucksack, weil da liegt nämlich genau hier. Da liegt er. Hier, bitte. So. Also, ich glaube nicht, dass Kevin das gewinnt. Er hat gewonnen, noch niemand, oder? Oh doch, die haben es schon geschafft. Er hat nicht gewonnen, okay. Freunde, alle meinen GG in den Chat. Sehr nice. Er hat nicht gewonnen. Okay. Ich bin einfach so schlecht. Du musst gewinnen. Nein, oh mein Gott, Topmax, ich bin Bapuki. Ich habe jetzt geschrieben, du musst gewinnen, einmal Solo Showdown. Mal schauen, ob er das macht. Du musst gewinnen, einmal Solo. Okay, wir machen eine, also Solo Showdown gegen Zuschauer oder Solo Showdown, 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 Ranked. Okay, normal habe ich geschrieben, Showdown, Solo. Jetzt normal. Geht's ab. Okay, Freunde, wir müssen mal für Porky ganz kurz eine Runde Showdown spielen. Welche Digga, Brawler wenn er wüsste, was seine Überraschung Porky ist. Er wird sich gar nicht freuen. Hoffen wir mal, dass er nicht welche gewinnt. Brawler? Digga, das ist so dumm, ne? Diese Überraschung, die wird ihn halt überhaupt nicht freuen. Das ist halt, ich habe ihn hart weggescammt. Brawler egal. Porky, welchen Brawler? Brawler egal! Brawler egal. Bin ich mal sehr gespannt, ob er das jetzt gewinnt. Okay, Kevin, let's go, go, go. Freue dich schon auf deine Überraschung. Es wird richtig, richtig cool. Also es ist wirklich einfach nur toll. Bin mal gespannt, was er nimmt. Weil wenn er jetzt einen niedrigen nimmt, dann ist es natürlich easy zu gewinnen. Aber die Überraschung ist in jedem Fall schlecht. Also darüber kann er sich ja fast gar nicht freuen. Ich werde das so unauffällig dann gleich machen, ne? Oh Mann, das wird richtig witzig. Das wird richtig witzig. Ey, ich bin echt ein Kind. Ich bin ein bisschen zurückgeblieben hier mit meinen Pranks. Aber ganz ehrlich, ich habe nur einmal die Möglichkeit, dass Kevin hier am Start ist, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie über den Balkon rüberkomme, aber da müsste ich ein bisschen fliegen, wie der neue Brawler Eve. Kann ich nicht. Oder Janet. Das gewinnt er nicht mit Crow. Och, glaube ich nicht. Da müsste er teamen. Wie sage ich überhaupt, dass ich Angst habe, dass ein Edgar mich reinjumpt? Wie sage ich das überhaupt? Oh je. Digga, es sind zwei Edgars da, Mann! Der Arme. Nein, 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 er stirbt. Gadget? Er stirbt. Digga, hä? Was ist das denn? Ach, du Kacke. Ich hab gesagt, dass da ein Edgar da ist und es sind zwei da. Er raged komplett. Okay, ich sage, er hat noch einen Versuch. Junge, was ist das denn? Ich hab's doch vor der Runde gesagt. Wenn Edgar kommt, dann habe ich verkackt. Und es kam Edgar. Du hast noch einen Versuch, Kevin. Nee, ein, also ein, ich drei. Ich will mit Poco spielen. Das ist... Mit Crow spielen? Nee, würde ich dir nicht empfehlen. Du willst ja gewinnen, nehme ich an. Dann sag du dem Brawler. Okay, du nimmst, warte mal. Gehen wir runter. Runter, runter, runter. Okay, was hast du da? Aha, das sind die höchsten. Dann geh nochmal hoch, sorry. Weiter, 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 weiter. Okay. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, stopp, warte. Was hatten wir da? Du nimmst Lou. Oh. Lou ist es. Lou ist auch neben anderen rumlaufen. Ja, viel Glück. Okay. Ich lasse die Tür jetzt auf, bis du alles nicht checkt. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal Lou. Ah, ne, 9 Jahre. Die Tür ist jetzt offen. Nicht bei mir, sondern bei ihm. Man sieht es auch im Stream. Ich habe ein bisschen Angst, dass direkt einer irgendwie unten reingelaufen kommt. Das heißt, wenn er jetzt gewinnt, dann kriegt er direkt seine Überraschung. Digga, das wird so lustig. Lou war ein guter Pick, ganz ehrlich. Ah, gut. Verkackt. Junge, was ein Scam, Mann. Oh je, er darf sich nicht sandwichen lassen von Mortis und Ems. Bin mal gespannt, ob er das gewinnt. Seine Überraschung ist einfach nichts, außer eine Konfettikanone. Das wird so gut. Das wird so gut. Oh je. Yeah. Wir gehen mal unten lang. Ich hoffe, der hört mich nicht, safe, ne? Aber dürfte. Vielleicht haben wir hier unten noch irgendwo ein paar Cubes, die wir uns holen können. Ich bin schon bereit. Wie muss ich das machen? Ich muss dann... Okay, ich muss es einfach so drehen, so gesehen. Nein, so eine Amber, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor diesen Teilen, ne? Ich hoffe, das funktioniert halt noch. Wenn nicht, ist halt mega geil. Okay, gute Ult, schön. Wenn wir den Bull bekommen, wäre es sehr gut. 6 Leute noch, der gewinnt das. Oh mein Gott, ich glaube, der könnte das gewinnen. Wie vielter muss der werden? 4. Für Pluspokale? Das kann man schon schaffen. Oh mein Gott. Oh, oha. No. Oha. Junge, mach's doch nicht schwerer, als ich glaube, das als schafft er aber. Er hat full den Range-Vorteil. Gute Ult nochmal für Control. Ult ist für Zeit. Ah, da musst du treffen. Kevin, da musst du treffen. Okay, jetzt nicht. Oh, doch, gut, 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 gut. Okay, er hat's. Digga, er lebt immer noch. Ey, Mann. Ey, Mann. Oh mein Gott, hä? Ha ha ha!
Ja, Überraschung. Hast ja gewonnen, ne? Ich bin Dritter geworden. Ja, sehr gut. Oh mein Gott. Ich muss mir gleich die Reaktion anschauen. Hast du dich erschrocken? Ja, ne? Ja. Geil. Was? Ach du Kacke. Ja. Junge, ist jetzt alles voll mit Konfetti, ey. Ja, das ist am Rücken auch ein bisschen was. Hey, Jemine. Aber sieht gut aus. Ganz ehrlich, steht hier. Hat man das gesehen, Leute? Weiß ich gar nicht. Was sagt der Chat? Ich finde das auch lustig. Oh mein Gott. Ey, man ist nicht zu meinem Glas geflogen. Ja, ich hoffe, deine Überraschung gefällt dir, Kevin. Willst du noch mal grüßen? Ich dachte, der hat auf den Tisch gehauen. Ja, ich dachte auch, dass du auf irgendwas gehauen hast hinter mir zuerst. Das war so laut, Alter. Junge, weht der? Gut, tschüss. Okay, tschüss. Ach du Kacke, ey. Alles voll hier. Oh Mann, da kann ich ordentlich sauber machen. Ach du Kacke, ich muss mir das nochmal angucken. Ey, Mann. Guckt mal jetzt. Oh mein Gott, hä? Geil. Muss ich schon wieder was probieren? Was war in meiner Tasche drin? War das da drin? Scheiße, ey. Nee, ja, das war eigentlich die Überraschung. Was ist das? Keine Ahnung, musst du nicht probieren. Gönn ich dir. Tschüss. Einfach nur geil, Leute. Richtig, richtig cool. Ey, Kevin hat sich richtig erschrocken. Alles richtig gemacht. Mehr wollte ich auch gar nicht. Ja, das war's. Schaut bei Kevin vorbei und tschüss.